und arbeitest schwungvoll in die Seite rein. Aktiviere deine Bauchmuskulatur und fang die Bewegung damit seitlich ab. Du fängst mit der Scheibe hier seitlich unten an. Du schwingst die Scheibe diagonal um den Kopf herum, öffnest dabei die Ellbogen und endest auf der anderen Seite neben deiner Hüfte. Wir strecken uns nach oben. Keine Pause zwischen den einzelnen Übungen. Die Führungshand, die dann Richtung Decke nach oben geht, befindet sich genau gerade zwischen deinen Beinen. Die Hand ausgestreckt, die Finger gespreizt, um hier von den Fingerspitzen bis in die Fußspitzen Spannung aufzubauen. Du stößt dich hier nach oben, möglichst so, dass du keine Rotation im Hüftbereich hast. Was ist für dich als Trainer bei dieser Übung wichtig? Nummer 1, und das ist die Hauptsache, ist, dass der Hüftbereich stabil bleibt.